Hallo und herzlich willkommen bei Dying Light und weiter geht's jetzt mit einer Koop-Session mit dem lieben Pain. Moin. Pain, wo bist du? Hier. Hä? Ach, da Gerüst, oben. Alter. Er macht gleich wieder Klettermax. Ja, schaukeln ist wohl zu langweilig für dich, ne? Gleich mal hier. Ja, klar. Ja, ich würde sagen, wir schnetzeln jetzt erstmal Zombies. Darum geht's ja, oder? Zombie schnetzen ist immer gut. Hey, hast du noch eine Waffe? Ich glaube, bei mir ist alles kaputt. Ich habe noch ein Rohr. Ich fail halt hier schon. Ich komme nicht mal ins Auto. So, irgendwie sind hier zu viele Zombies. Ja, du machst das jetzt nur. Ich verpiss mich. Tschüss. Boah, ich glaube, ich muss die Grafik auch ein bisschen runterschrauben. Ich habe hier nur 30 FPS. Das sackt ein bisschen. Wenn ich aufnehme, ist das ein bisschen zu krass hier. Was haben wir denn? Tiefenschärfe. Bewegungsunschärfe, die ist eh nervig. Oder ist ein Zombie, ne? Ja, was? Hinter mir? Vor mir? Nee. Okay, vor mir sind 10, so. Ach, du machst das schon nicht. Ich stelle hier erstmal ein, weil ich ja voll der Profi bin und deswegen auch schon alles vorher richtig eingestellt habe. Sichtweite kann ich runterschrauben. Muss ja nicht so geil sein. Ja, wobei ich schon. Da kann man runterschrauben. HBON. Ja. Bewegungsunschärfe machen wir aus. 40 FPS. Ja. Boah, das ist immer noch. Ey, da kaufst du dir einen Mega-Rechner und dann kackt das hier voll ab. Man kann auch nicht so viel einstellen, eigentlich nur hier drei Sachen. Ich hab mich gerade beschützt, ne? Also nur so. Ja, dankeschön. Mach mal weiter, ich überlege gerade noch hier so. Umgebungsverdeckung. Sieht das dann kacke aus, das Spiel, wenn ich das ausmache? Nö, ich hab alles auf Mittel, sieht eigentlich ganz gut aus noch. Ne? Ja, macht dann der FPS jetzt nicht viel aus. Ist egal, beim Spielen ist es wurscht. Ich nehme eh nur mit 30 FPS auf. Also, lass mal, haben wir eigentlich Missionen jetzt? Sprechen Sie mit Spike. Gehen wir da mal hin, oder? Ja, machen wir hier nur alles platt, weil ich glaube, das hört nicht auf. Boah. Ich renne dir einfach mal nach, auch wenn du irgendwie in die entgegengesetzte Richtung läufst gerade. Boah, wow, krass. Er haut ihn einfach weg. Hast du noch Bälle? Nö, ja doch, habe ich irgendwie. Ich habe die nicht benutzt. Ja, wo bist du? Ups. Wow. Ah, die Kiste. Oh, das ist ein Fetter, Alter. Ey, hast du gerade gesagt, ich bin fett? Nein, das ist ein Dicker mit so einer fetten Keule. Du weißt, was wir dazu gesagt haben, das können wir hier nicht tun. Wie, der Schwarze. Nein. Schwarzer darf man sagen, also so sind wir nicht. Das N-Wort vielleicht lassen wir weg. Oh, da geht die Tür auf und fliegt ein Zombie raus. Ja, jetzt habe ich 60 FPS. Vielleicht muss der auch erstmal die ganze Stadt in meinen Rahmen reinladen. Wobei, jetzt ist wieder gut, voll scheiße. Ich jetzt erstmal eine Treppe runter hier. Ja, mach doch mal. Ah, du hast gefailt. Ich kann das besser. Ich finde nicht mal die Taste zum Treten, ey. Ja, so viel dazu. Ey, ich muss kurz nochmal... Grafik. Es nervt ein bisschen. Shadow Map mache ich mal mittel. Laubquali braucht auch keinen Arsch. Und bei Schatten machen wir hoch. Tiefenschärfe. Er hat selten so wenig Einstellungen gehabt. Texturqualität kann ich nicht mehr ändern jetzt. Machen wir mal so. Jetzt wird immer weniger, desto niedriger ich das stelle. Komisch. Ich stelle mal Sichtweite runter. Ja, vielleicht. Hälfte. Ändert hier aber gar nichts an den Frames irgendwie. Komisch. Ach, wir sind schon fast da.
Ja, lass mal weiterlaufen. Jetzt geht's gerade wieder. Vielleicht ist das irgendwie nur. Egal. Solange es nicht unter 30 geht, fällt es nicht auf. 50 habe ich jetzt. Ja. Ey. Du klaust mir einfach Sachen. Ja, jetzt hängst du da, ne? Kannst nicht weiter. Was? Ich kann nicht weiter. Ich komme überall lang. Ich genieße mal erstmal den Ausblick und zeige hier so ein bisschen, wie das aussieht. Ey, siehst du den Riesenturm da? Da will ich hoch. Auf jeden Fall. Ja. Da ist schon wieder so ein dicker meiner Kohle. Autsch, ich hab mir grad. Hä? Wo? Ach der, der ist ja gar nicht schwarz. Ah, da kann man nicht hoch. Wow. Ey, krass, wenn der zuhaut, dann wackelt alles. Naja, er haut einfach mit einem Metallrohr mit einem Stück Beton dran rum. Guck mal, der will High Five machen. High Five! Warum haut er nicht auf die anderen Zombies drauf? Oh. Kann ich dich eigentlich auch hauen? Jetzt hat er dich gegen die Wand gehauen. Also lass mal weggehen hier. Das ist irgendwie doof. So. Ja. Wir müssen da rein. Okay, wir müssen den Dicken da weghauen. Nee, das muss man irgendwo da vorne gehen. Ja, dann übers Haus. Ja. Hier. Oh. Ach, hier ist wieder Stacheldraht. Ey. Und so hat der Dicke, gibt mir einen Move und ich habe nur noch 20% Life. Okay. Du scheinst nicht recht auf dem Posten zu sein. Keine Sorge. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Raiz gehört? Dieser Bastard. Er bereichert sich am Verkauf von Antizin an Leute wie dich und mich. Ach, da kann man auch rein, ja, stimmt. So. Wo quatschen wir den mal an einfach? Alle Spieler werden benötigt. Spike, was gibt's? Crane, eins vorweg, du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Mist, ist er okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Späher zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? Yeah, wir können jetzt Signalfackeln herstellen. Guck's an. Ey, der Typ googelt. Nee, der programmiert gerade mit irgendeinem hier Dreamweaver, so eine Homepage. Googelt bestimmt, warum dein Geld in Deutschland gesperrt. Krasser Hacker, ja. Das ist ja auch so ein Thema. Das könnten wir eigentlich mal behandeln hier ein bisschen. Der hat nämlich gerade meine Einstellungen hier nicht übernommen. Der kleine Lausebengel. Schelm. Ich denke, also bin ich. Also grafikmäßig geht das hier schon ziemlich in die Knie, wenn ich aufnehme. Ohne aufnehmen geht's ziemlich gut. Ohne. Wenn ich wüsste, was Tiefenschärfe ist. Schärfentiefe. Ich hab keine Ahnung. Anti-Light. Mich jedes Mal kaputt lachen, wenn ich sehe, wie die Zombies hier über den Zaun klettern. Das bin ich an einem Wochenende. Ja? Echt? Wo? Ach, ich laufe hier wieder gegen die Wand. Ach hier, ja. Die macht gerade hart mit den anderen da rum.
Boah, neue Kraftstufe. Fertigkeitspunkte erhalten. Die kann ich eigentlich auch mal verteilen. Ich habe da noch gar nichts gemacht. Wo ist denn das? I, Fertigkeiten. Aua, 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 aua. Wie komme ich da raus? Aua, aua, aua. Der haut mich gerade. Ich komme nicht aus dem Menü raus. Warum nicht? Weil da ein fucking Tipp ist. Boah. Ey. Ich gehe ins Menü, kommt ein Tipp und ich kann es nicht mit Escape wegklicken. Ich muss halt Enter drücken. Ey, Mann, Mann, Mann. So. Fängt gut an. Voll die Profis am Werk. Kraft. Okay, gucken wir mal, wie geht das hier? Enter. Muss ich alles mit Enter machen? Der Kraftbaum ermöglicht es ihnen, sich ihre Gegner direkt zu stellen. Um ihre Kraftstufe zu erhöhen, stürzen sie sich in die Kämpfe, töten ihre Gegner einfallsreich oder nutzen Fertigkeiten des Kraftbaums. Kraftbaum, das hört sich an wie irgendwas vom... Vom Onkel Arnie. Jetzt ist einfach mal der Sound weg, wenn ich im Menü bin. Das war gerade komisch. Ja, Arnold. Ausnocken. Lernen Sie mit größerer Präzision anzugreifen. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer Stumpfwaffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Ja, nehmen wir einfach mal. Komm, hier. Bam. Dann Wendigkeit. Wendigkeit ermöglicht es Ihnen, Gegnern davonzulaufen. Das ist eher das, was ich mache. Um Ihre Wendigkeitsstufe zu erhöhen, können Sie klettern, springen, andere Parcours-Aktionen ausführen oder Fertigkeiten des Wendigkeitsbaums verwenden. Das hört sich irgendwie komisch an. Ausweichen, indem Sie Seiten nach hinten springen, bewegen Sie sich in die jeweilige Richtung und drücken Sie beim Ausweichen die Leertaste. Wir können eh nichts anderes machen außer dem Ding hier, so. Überlebensbaum. Der Rang Überlebender verschafft Ihnen Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen Sie Quests, helfen anderen Überlebenden und nehmen an Herausforderungen teil. Je höher Ihr Rang ist, desto besser ist die Ausrüstung, die Ihnen in Geschäften angeboten wird. Ich glaube, das ist das Geilste. Und ich glaube, du hast da wieder irgendwas angelockt. Ja, einen Dicken. Stört mich. Ja, mach du mal weiter. Ich guck hier. Überlebensstarter-Kit. Lernen Sie, die fürs Überleben elementarsten Dinge herzustellen. Dietriche, Böller, einfache Wurfsterne und Molotow-Cocktails. Geil. Nehmen wir. Und dann, was haben wir hier? Erfahrene Rucksack-Tourist. Lernen Sie, in dem Rucksack vorhandenen Raum effizienter zu nutzen. Oh, mit zusätzliche Waffenschlotz. Aufputschmittel. Lernen Sie, aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die Sie zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder Ihre Angriffe gegenüber widerstandsfähiger machen. Und ich habe keine Ahnung, erstmal Platztaschen hier so. Bam. Dir geht's gut? Ja. Ja, was kann ich denn hier mal machen? Böller. Habe ich noch Böller? Ne, habe ich nicht. Warum habe ich keine Böller mehr? Egal. Willst du den jetzt kaputt machen? Hast du den jetzt kaputt gemacht? Na klar. Oh, ich will die Waffe haben. Aber ich habe nicht genug... Was? Ich glaube, das Ding ist zu schwer. Oder dein Inventar ist einfach zu voll. Ich suche mal. 149 Dollar? Was? Ey, ich habe gerade sogar einen Rucksack erlernt, dass ich mehr tragen kann. Warum kannst du das Ding aufheben? Hast du das gerade... Hä? Ernsthaft? Ach, ja. Bei dir ist das nur so klein. Das ist auch schon fast kaputt. Du hast halt eine Taschenlampe an deiner Schulter rangeklebt. Schick. Ja, improvisieren. Trägt man heute so. Zombie-Apokalypse, du bist der Profi, du hast das Buch gelesen. Von ja, das ist erst ein einziger Buch. Ja. Ich weiß, wie man sich verhält. Dann sag mir mal, was ich machen soll. Klingel. Ja, die Schnur nehme ich mit. Also ich sammle das kleine Zeug ein und du verteidigst mich. Ich bin so dein Packesel, würde ich sagen. Alles, was du nicht tragen kannst, nehme ich mit hier. Erstmal telefonieren. Crane hier. Was? Bericht. Könnte es sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe? Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. So, ich habe uns dann jetzt mal eine Pizza bestellt, ne?
Läuft. Man muss ja immerhin was essen in der Zombie-Apokalypse. Geht klar. Kann man das aufmachen? Ey, wie kannst du das alles? Ich check's nicht. Warum nimmst du das nicht mit? Ich hab das mitgenommen, was da drin war. Jeder da war Person ach so. Ach, sag das doch gleich. Kann ich dir eigentlich... Bam. Ups. Nee, wollte ich nicht. Friendly Fire und so. Ja, Tour mit Brecken sprecken. Mit dem Brecken sprecken. Wer heißt denn eigentlich Brecken? Das ist auch so ein blöder Name. Ja, jetzt müssen wir da hochklettern. Oder gibt's eine Tür? Ah, ein Fahrstuhl oder was? Ah, genau. Zombie-Apokalypse, Hauptsache er hat einen Fahrradhelm auf. Ist gut. Und eine Gasmaske. Aber er ist schwarz. Ein ganz mieser Gangster. Ja, er ist schwarz, er darf das. Ach ja, hier kann man ja Sachen machen. Ich habe das leider nicht gelesen, was die im Tutorial gesagt haben. Ach, die sind auf Lager. Die kann man einfach kaufen mit Geld, ne? Ne, ja, du kannst einfach so mitnehmen. Ach echt, die sind... Ja, echt? Ach ja. Gut. Ist ja nett. Schön, Hauptsache die Pflanzen hier rumstehen, die Wasser brauchen. Braucht man ja nicht zum Trinken Wasser, kann man ja einfach Pflanzen gießen. Oh, hier okay. Ist der Fahrstuhl. Ach so. Ich hoffe, das Spiel läuft stabiler als H1Z1. Ach so, lange. Naja, hier sind wenigstens ein paar mehr Zombies. Und Loot. Ja, aber spricht schon mal für dein Glück. Halt richtig grottig von H1Z1. Crane, richtig? Ja, Crane. Das ist ein Dollarzeichen. Dollar, wir, ja. Wir gehen vorbei und er labert uns einfach mal von der Seite an. Geht. Wann lassen die uns endlich hier raus? Er hat halt voll den Shop hier. Da hinten ist doch Alkohol. Wir können jetzt sie nicht überfallen, ne? Klauenhammer. Gasrohr. Schaden 50. Was macht denn eigentlich... Ja, guck mal, hier kannst du sogar einen Franzosen kaufen. Dann hast du einfach mal deinen kleinen persönlichen Franzosen dabei. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon Witze über Franzosen machen kann nach dem Massaker in Frankreich. War das auch in Frankreich, oder? Ich kenne mich da nicht aus. Ist egal. Ich habe keine Ahnung, ich gucke keine Nachrichten. Wenn ich mir einen Stromkabel kaufe, den Geist. Ja, Chakra und so, reinhalten. Wenn ich mir Stromkabel für $80 kaufe, was total übertrieben ist, kann ich das dann hier über Ding machen? Ja, irgendwie müsste man... Ja, geladenes Rohrmod habe ich hier. Ich kaufe jetzt einfach mal Stromkabel. Warte mal, ich kann doch auch verkaufen. Kann ich ihn verkaufen? Ich brauche zum Beispiel die Rohrzange nicht mehr. Kann ich ihn verkaufen? Ich stelle mir das Ding jetzt einfach mal her. Gasrohr 24, das ist kaputt, das verkaufe ich, das ist auch kaputt, verkaufe ich auch. Nagelbrett, behalte ich mal. 12 Böller habe ich doch. 12 Böller. Was kannst du eigentlich herstellen? Warum kannst du sowas? Taser-Mod habe ich. Wenn es darum geht, jemanden wissen zu lassen, dass er nicht mal eine Kugel wert ist, oder wenn sie keine Kugel mehr haben und ansonsten geliefert werden. Taser-Mod. Langes Messer, Basiswaffe, Komponenten, Metallteile, Klebeband, Plastikteil, Batterien, Stromkabel. Also furchtbar komplex, ey. Ich habe ja jetzt schon keine Lust mehr. Das Ganze. Ist auf jeden Fall Space Engineers mäßig. Können wir hier abgehen? Ja, wenn wir Raumschiff bauen, fliegen wir einfach. Raumschiff bauen, ja. Was uns dann einfach ein Loch in die. Das ist MacGyver-Style. Wir bauen uns hier aus einem Dietrich, einem Böller und einem Klebeband über eine Rakete. Will ja nicht sagen. Ja, dann brauchen wir jetzt aber noch die Musik dazu. Kannst du ja vielleicht nachher einfach einspielen, wenn du irgendwas baust. Kenn die nicht mal, die Musik. Ich bin irgendwie... Ich kenn sie schon, nur ich höre sie jetzt nicht summen. Ach nicht? Schade. Du kannst das eigentlich gut. Ich kann irgendwie gar nichts herstellen. Ich habe nur diesen Taser-Mod. Ich weiß auch nicht, wie man Sachen kombiniert. Oder muss man erst die Rezepte dafür finden? Weil ich würde jetzt... Die musst du finden dafür, genau. Ja, ist ja dumm. Ich habe doch eigentlich... Habe ich doch hier ein Gasrohr. Da kann ich doch einfach Stromkabel rumwickeln. Naja, egal. Machen wir aber weiter. Ich diese Gedanken, dass da draußen nichts mehr existiert. Hier, Kisten durchsuchen. Flammable. Solid.
Bist du fast tot oder nee? Bist du noch? Ich muss nochmal eben hier. Was fehlt mir denn noch? Ich glaube, mir fehlen Stromkabel. Ich brauche eine Schnur, ein Plastikteil und zwei Batterien. Okay. Kaufst Kollege, du hast eine Batterie. Du hast aber leider keine Schnur. Wie kann ich denn eigentlich...